Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr die BitTorrent-Node einrichten könnt. So, dann schauen wir uns mal die Installation der BTFS-Node an. Nochmal vielen, vielen Dank für die wirklich überragende Rückmeldung zu meinem Video letzte Woche. Denn nur ihr seid der Grund, weswegen ich heute dieses Video mache. Ihr habt meine Erwartungen dazu mehr als übertroffen. Deswegen geht nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Leute raus, die mich da unterstützt haben. Ja, und heute bekommt ihr das, wofür ihr letzten Endes gestimmt habt, mit eurem Daumen nach oben, und dementsprechend starten wir jetzt ins Thema rein. Wir schauen uns die offizielle Dokumentation zum Thema BTFS an. Wir können hier relativ viel überspringen. Wir schauen uns hier nur Windows an und wir laden uns jetzt einmal hier die aktuellste Version herunter. Hier geht es dann auch schon los und er lädt das jetzt einmal runter. Wir packen das gleich in ins Laufwerk D. Hier steht jetzt nur Laufwerk D. C würde ich euch tatsächlich nicht empfehlen. Es kann aber auch E sein. Das habe ich auch schon getestet. Das funktioniert prinzipiell auch. Und dann zeige ich euch das jetzt mal Schritt für Schritt. So, gehen wir erstmal ans Entpacken dieser Datei. So, mal alles extrahieren. Ich werde mir jetzt mal auf meiner Seagate StoreJ Festplatte einen weiteren Ordner erstellen, den ich jetzt einfach BTFS nenne. So, und da packe ich jetzt mal das rein, was ich hier entpackt hatte. Das müsste jetzt eigentlich noch im Downloads-Ordner sein. So, das kopiere ich einmal rüber. So, und jetzt muss das im ersten Schritt einmal umbenannt werden. Das könnt ihr euch hier auch einfach rausschreiben, wie es hier entsprechend steht. Ihr geht einmal in das BTFS-Folder, da sind wir gerade schon drin. Wir kopieren das da rein, das haben wir gemacht. Wir haben es geunzippt und wir müssen es jetzt rename. Einmal zu BTFS, die BTFS-Config zu config.yaml, und das andere nennen wir einfach nur BTFS. So, das machen wir jetzt hier im ersten Schritt. Warum müssen wir das machen? Naja, die haben sehr, sehr viele unterschiedliche BTFS-Exen für unterschiedlichste Plattformen. Genauso haben sie die unterschiedlichsten YAML-Dateien. Und deswegen wird das wahrscheinlich notwendig sein. Und sonst wird er wahrscheinlich irgendwie einfach diese Config nicht erkennen. Die soll ja jetzt tatsächlich nur noch Config heißen. So, und dann passt es. So, jetzt steht hier, wir sollen in eine Shell reingehen. Ich würde euch diesbezüglich PowerShell empfehlen. Wie können wir PowerShell so starten, dass wir direkt in dem Ordner sind? Wir halten einmal die Shift-Taste gedrückt, das ist die Taste über Steuerung mit dem Pfeil nach oben. Machen jetzt hier einen Rechtsklick und dann wird hier PowerShell-Fenster hier öffnen vorgeschlagen. Das passiert nur, wenn ihr währenddessen wirklich Shift gedrückt haltet. Also wenn es bei euch nicht geht, habt ihr wahrscheinlich vergessen, Shift gedrückt zu halten. Und jetzt sind wir hier schon in dbtfs. Und jetzt nehmen wir einmal hier diesen Befehl btfs.exe init. Wichtig bei PowerShell, wir müssen hier erstmal einen Punkt und dann so einen Slash davor machen. Dann schreiben wir hier btfs.exe und dann einmal init rein. Das ist für die Initialisierung, für das erste Starten. Das müssen wir am Anfang einmal machen. Und dann generiert er uns hier so einen Master Public Key. Ich habe jetzt hier auch keine sensiblen Sachen irgendwie rumfliegen. Also ich habe die Node jetzt wirklich nur für euch hier heute gemacht. Und wenn ich da irgendwas zeige, dann ist das nicht so besonders tragisch. Wir können jetzt hier auch einmal btfs.exe einmal den Daemon starten und dann können wir auch gleich schon weitermachen. Das ist jetzt wirklich erstmal nur der Daemon, der hat noch nichts mit dem Hosting zu tun, das kommt dann etwas später. Und ja, jetzt müssen wir aber noch den ein oder anderen Befehl reinmachen. Hier steht jetzt noch drinne,
was es mit dem Auto-Updaten auf sich hat. Hier, das sollten wir auf jeden Fall einmal zulassen, damit auch die Ports freigeschaltet werden, die wir dann dementsprechend brauchen. Hier haben wir die Web-Oberfläche, da können wir uns einmal draufschalten, wobei das im Moment dann auch tatsächlich noch die falsche Web-Oberfläche ist. Das ist eher so eine allgemeine, die sollte jetzt aber prinzipiell auch schon gleich funktionieren. Ja, es lädt auch schon. 127.0.0.1 ist übrigens der Localhost, also wir sind jetzt gerade nicht irgendwo im Internet, sondern das ist einfach nur etwas, was auf unserem PC läuft und gehostet wird. Wir haben hier sogar die Sprache auf Deutsch. Der Daemon ist wichtig für die Connection mit den anderen Nodes. Das reicht aber wirklich noch nicht, um den Speicher anzubieten. Deswegen switchen wir jetzt einmal rüber zu Run BTFS Host. Und hier gibt es noch ein paar Befehle, die wir noch eintragen müssen. Wir müssen erstmal sagen, wir wollen ein Storage Host sein. Dafür kopieren wir uns einmal diesen Befehl rein. Und hier in dieser PowerShell können wir das jetzt nicht mehr machen, sonst müssten wir jetzt einmal den Daemon beenden, was jetzt auch nicht so tragisch ist. Oder wir gehen jetzt nochmal in den Ordner rein, nochmal Shift gedrückt halten, starten einmal die PowerShell und sagen jetzt hier, so, das füge ich hier einmal ein. Und jetzt müsste er, wenn ich den nächsten Befehl eingebe, der hier steht, müsste er Storage Host Enabled True auswerfen. Das sehen wir auch gleich. Ne, hier müssen wir hin. Ah, hier wieder ein Punkt und Slash davor. Das dürft ihr echt nicht vergessen, sonst meckert die PowerShell rum, dass er das nicht macht. Jetzt scrollen wir ein bisschen nach oben. Ich hatte es irgendwo mittig beim letzten Mal gesehen. Jetzt muss ich auch gerade noch mal gucken. Ja, Storage Host Enabled, hier steht es True. Also das hat geklappt. Und damit das Ganze jetzt hier wirksam wird, ich beende jetzt hier einmal die eine PowerShell. Hier läuft ja noch der Daemon. Das steht jetzt hier auch etwas weiter unten im Kontext. Wir müssen, damit diese Änderung für den aktuellen Daemon wirksam wird, einmal auch den Daemon neu starten. Wir können dafür Steuerung und C gleichzeitig drücken. So. Dann beendet der den Daemon und jetzt drücke ich einmal den Pfeil nach oben. So komme ich zu dem letzten Befehl, drücke nochmal Enter und damit restarten wir jetzt gerade einfach einmal den Daemon, was wir für die Änderung an der Config definitiv benötigen. Ja, übrigens diesen Port 4001, den könnt ihr auch gleich mal auf eurer Fritzbox oder wo auch immer im Router freischalten. Oder ihr habt halt UPnP aktiviert, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, hieß das so, damit diese Portfreigaben der PC selbst machen kann. Ihr könnt es aber auch einfach manuell freigeben. In der Firewall sollte der Port schon freigeschaltet sein. Wenn dem nicht so ist, könnt ihr auch nochmal in die Firewall von euch reingehen und diesen Port hier, diesen 4001er, einfach mal für TCP einmal freischalten. So, und jetzt können wir hier hingehen, einmal diesen Link hier aufrufen. Das ist wieder der Localhost mit dem Port 5001 und dem Slash Host UI. So, da gehen wir einmal rein und dann kommen wir auf die Oberfläche, um unseren Host hier einzurichten, damit wir jetzt unseren Speicher vermieten können. So, wir können jetzt hier erstmal unsere Wallet einrichten, hier auf Wallet. Wir können jetzt hier eine neue Wallet erstellen oder eine importieren. Das könnt ihr mit so einer 12-Wörter-Phrase machen, müssten 12 sein. Hier braucht ihr ein Kennwort. Mal gucken, was hier funktioniert. Ich nehme jetzt mal Test, 1, 2, 3, 4. Brauchen wir noch was? Ausrufezeichen. Das macht er so nicht. Was fehlt ihm noch? No spaces, one number, special character, uppercase, lowercase. Müsste ich eigentlich alles haben. Da mache ich noch eine 8 dahinter. Wahrscheinlich erkennt der Test und Test mag er nicht. So, jetzt haben wir hier die Recovery Phrase. Also das sind diese 12 Wörter. Die kopieren wir uns einfach einmal. Ich gehe jetzt hier einfach mal in den Editor rein.
kopiere mir die hier rein. Die werden nämlich auch gleich einmal abgefragt. So, machen wir nochmal. So, copied. Einmal rein damit. Weiter. Und jetzt müssen wir die in der richtigen Reihenfolge einmal hier wieder einfügen. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. So, und Continue. Und jetzt können wir hier unsere Wallet mit der App Tronlink verbinden. Müssen wir aber nicht machen. Wir können jetzt hier einfach Done sagen. Dann ist die Wallet erstellt. Wir können jetzt hier auf Continue gehen. Und natürlich ist hier noch nichts drauf. Wir können auch hier dann direkt aus der Wallet heraus unsere BTTs, die wir hier verdient haben, auch an andere Wallets weitersenden. Vielleicht wollen wir ja auch einfach eine Auszahlung machen von dem, was wir hier verdient haben. Dann können wir das hier tun. So, jetzt können wir hier einmal den Host einrichten. Host Setup. Jetzt können wir sagen, wo die Dateien liegen sollen. Das kann auf C sein, das kann auf D sein oder sonst irgendwo. Wir haben ja auch die Möglichkeit, eben ein anderes Verzeichnis auszuwählen. Ich lasse das jetzt aber mal an der Stelle so. Klicke jetzt hier einmal auf Confirm und wir müssen Minimum 32 GB freigeben. Ich könnte jetzt hier auch sagen, ich mache hier alles, was hier noch frei ist. Oder eben für den Test reichen jetzt auch die 32 GB. Und wir würden hier 256 BTT pro Monat für die 32 GB erhalten. Dann klicke ich jetzt hier einmal auf Commit Storage und Agree and Host. So, jetzt wird das Ganze validiert. Das kann jetzt ein klein wenig dauern. Ein klein wenig ist irgendwie noch ein bisschen untertrieben, ja, also bis zu 180 Minuten, bis die Node dann überhaupt erstmal jetzt fertig mit dem Netzwerk synchronisiert ist und läuft. Das ist aber normal, das dauert halt da einfach mal so lange. Wir können aber auch in der Zwischenzeit noch sagen, wir wollen zum Beispiel mehr erhalten an BTTs. Hier kann man bis zu 7680 einfach mal eingeben. Wir können das ja, genau, hier, jetzt haben wir die 7680 drinne pro Terabyte pro Monat, dann haben wir einfach mehr von, oder wir könnten sagen, wir geben uns hier einfach mit weniger zufrieden, oder wir machen das sogar noch höher, aber dann am Ende wird unser Speicher nicht gefüllt. Also ich denke, 7680, wenn das der suggested price ist, dann können wir das ja so machen. Ja, 7680 soll dann jetzt auch der realistischere Wert sein. Ich rechne es gleich nochmal mit euch zusammen durch, sodass ihr wisst, was ihr hier pro Terabyte erwarten könnt. So, ich habe jetzt dazu nochmal CoinGecko aufgemacht. Wir haben hier aktuellen Preis pro BTT von 0,2 Cent in etwa. Und jetzt nehmen wir mal die 7680 BTTs an, dann würden wir pro Terabyte im Moment 14,84 € verdienen, was ein echt enorm guter Wert ist. Dann hätten wir ungefähr nach einem Monat schon diesen Terabyte wieder raus, also etwas mehr, weil ich glaube, der Speicherpreis liegt im Moment so zwischen 18 und 20 Euro pro Terabyte. Aber ihr seht schon, das dauert nicht lange und dann hätten wir schon unser Geld wieder raus. Aber ich weise da gerne nochmal auf mein letztes Video zu dem Thema hin, wo wir gesehen haben, dass im Netzwerk viel, 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 viel mehr Speicher angeboten wird, als letztlich genutzt wird. Das heißt, wie realistisch das ist, wird nur ein ausführlicher Test zeigen, wenn ich diesen machen soll. Ihr wisst, wie das läuft. Dann, ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, einem guten Kommentar dazu und dann weiß ich Bescheid, dass ihr das Thema gerne weiter verfolgt haben wollt. Ansonsten sind wir hier aber auch schon fertig. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund noch den Score. Klar, der ist im Moment noch bei 0. Mal schauen, wie der dann so ist, wenn meine Node mal so ein paar Monate läuft und wie voll ich dann auch letztlich diesen Speicher bekomme. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Aber mehr müssen wir nicht machen. Jetzt müssen wir nur noch abwarten und schauen, was so passiert. Natürlich solltet ihr die PowerShell mit dem Dämmen im Hintergrund laufen lassen. Ja, sonst kann es ja natürlich nicht funktionieren. Und hier steht übrigens auch gerade in diesem Kontext
Please wait for host validation. Ja, wir müssen also noch auf die Validation warten, die hier bis zu 180 Minuten dauern soll. Ja, also PowerShell nicht schließen. Wenn ihr die schließt, ist der Daemon beendet und damit ist eure ganze Node auch wieder offline. Ja, das ist übrigens nur eine von vielen Installationsweisen. Ich habe da eine Menge zu dem Thema gefunden. Es ist auch bei Windows so, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, weil das war von 2020. Da konnte man sich einfach auf der Webseite ein Programm runterladen und da musste man nicht so viel mit der PowerShell rumhantieren und dann konnte man das einfach aus dem Programm, also aus dem BitTorrent-Programm heraus machen und brauchte die PowerShell nicht. Aber das war jetzt die neueste Anleitung, die ich gefunden habe und natürlich zeige ich euch einfach das Neueste. Was soll ich euch irgendwelchen veralteten Kram zeigen, der nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert oder whatever. So geht's auf jeden Fall. Ihr seht, es dauert jetzt halt nur mit dieser Validierung, aber an sich ist das Thema dann auch durch. Vielleicht fehlt jetzt auch mir gerade noch die Portfreigabe auf dem Router. Ich weise nochmal darauf hin, dass in der Anleitung dazu absolut nichts stand. Ich habe mir das wirklich alles durchgelesen und von der Portfreigabe auf dem Router habe ich hier nichts gefunden. Hier stand einfach nur, das dauert dann ein bisschen und hier, dann wäre das auch alles schon soweit. Und dann könnte man schon starten und mehr steht da gar nicht zu. Ja, also von der Portfreigabe auf dem Router steht nichts. Das heißt aber nicht, dass sie nicht notwendig ist. Ich werde euch gegebenenfalls dann im nächsten Video dazu einfach mal updaten oder mit einem angepinnten Kommentar. Ihr kennt die Geschichten ja schon. Ja, Leute, das war's heute mit dem Video für diesen Sonntag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt würde mich wie immer eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren interessieren. Heute würde mich explizit auch interessieren, was ihr nochmal von dem ganzen Thema BitTorrent haltet und ob ich das Ganze weiter verfolgen soll. Ich möchte mich gerne auch an der Stelle nochmal bei allen Leuten bedanken, die beim letzten Video so stark mitgemacht haben, mein Video so positiv bewertet haben und dadurch wusste ich auch einfach, ja, jetzt machst du diese Woche noch ein Video zu BitTorrent und weil das so gut geklappt hat, würde ich sagen, wir machen diese Woche gleich weiter damit, also wenn ihr mehr dazu sehen wollt, haut unbedingt den Daumen nach oben raus, dann weiß ich Bescheid, dass ihr nochmal dazu ein Video sehen wollt. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich über einen Daumen nach oben, ist auch generell sehr, sehr super für meinen Kanal. Danke für eure Rückmeldung. Außerdem abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht getan habt. Daneben unbedingt auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Denkt dazu auch noch an die Jumpcoin-Aktion, ne? Jumpcoin-Adresse posten in die Kommentare. Dann erhaltet ihr den Jumpcoin. Außerdem wünsche ich euch jetzt an der Stelle erstmal noch einen wunderschönen Sonntag und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also macht's gut, Leute, bis dahin und ciao!